Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich das nächste Liquid für E-Zigaretten, und zwar haben wir hier E-Liquid von der Firma Silversig. Himbeere. Ja, ganz einfach Himbeere. Nichts weiter, nicht mit Sahne oder wie auch immer, nur einfach Himbeere. Das hat null Umdrehungen, also kein Nikotin drin, weil ich prinzipiell ohne Nikotin dampfe. 10 Milliliter, ich habe es an der Tanke geholt, ist mit 3,99 Euro teuer. Für 10 Milliliter, also ich werde wirklich demnächst mal anfangen, selbst zu mischen. Ja. Ja, wird in so einer schicken Flasche geliefert. Eine Füllung habe ich schon reingemacht und ist noch ein bisschen was übrig. Gut, warum nicht? So, dampfen werde ich das Ganze wie immer mit meinem Smoke Alien Kit. 220 Watt. Und ich dampfe das Ding auf 55 Watt. So, bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht probiert. Wow, nicht schlecht. Also vom Geschmack her muss ich sagen, ich habe das Ding jetzt nicht sauber gemacht und hatte zuletzt drin Schokominze und habe das Schokominze halt ganz leer gedampft. Und habe das danach nicht sauber gemacht. Ich muss sagen, wirklich nach 2 Zügen oder so hat das komplett diesen Geschmack verdrängt und es schmeckt nach total fruchtig nach Himbeere. Ja, also Qualität ist schon mal top, kann man nichts sagen. Ja. Und dieses Mock Alien Kit ist ja auch wirklich eine richtig krasse Nebelmaschine. Jetzt schrauben wir das Ganze mal hoch. Auf 60 Watt. Also die Dampfentwicklung auf 70 Watt. Also ich dampf's am liebsten auf 60 Watt. Dieser Coil, den ich da drin habe, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, ein bisschen schärfer vielleicht. Na, ja, kriege ich einen schärfer. Ja, jedenfalls dieser Coil ist von 55 bis 65 Watt am besten zu dampfen, gibt die Firma vor. Wird auch nicht heiß, also jetzt die Leiterplatte von dem Teil hat jetzt 24 Grad oder so. Ja, einmalig. Und die Dampfentwicklung spricht wirklich in dem Fall für sich. Ja. Geschmacklich top. Also wirklich ist ein ganz einfacher Himbeergeschmack. Ist fruchtig, macht Spaß, ja. Ja, und der Dampf spricht, wie gesagt, für sich. Ja, ich würde sagen, kann ich weiterempfehlen. Ist ein bisschen teuer, aber ich kann es wirklich weiterempfehlen. Es schmeckt wirklich super. Und da macht das Dampfen auch richtig Spaß mit. Auch mit ohne Nikotin. Ja. Wenn ihr
Wenn ihr meine Review über das Gerät sehen könnt, das ist eine richtig geile Nebelmaschine. Smog Alien Kit. Gibt es genug Videos im Internet oder auch mein Video könnt ihr gucken. Das ist auch irgendwo in der Playlist verschollen. Könnt ihr euch gerne angucken. Das Teil kostet so um die, mit allem drum dran, so um die 80, 90 Euro. Ja. Jo, ich zeig's nochmal in die Kamera. Himbeere. Ist weiter zu empfehlen. Als dann. Gut Dampf, Leute.